Wieder ein schwerer und langer Tag für uns. Aber es gibt einen Hoffnungsstreifen am Horizont. Es könnte sein, dass wir den Klosterwald doch behalten dürfen. Und dass uns der Herr Wöller auch erhalten bleibt. Das sagst du jetzt jeden Tag. Aber wie und warum dürfen wir nicht wissen. Hat es vielleicht mit dem Indium aus dem geologischen Gutachten zu tun? Ja, aber ich möchte darüber erst reden, wenn ich mit Dr. Leinweber gesprochen habe. Und der ist im Moment nicht zu erreichen, weil er auf irgendeiner geologischen Exkursion ist. Allein die Vorstellung, dass uns der Klosterwald nicht mehr gehört, ist grauenvoll. Wo soll ich denn meine Beeren und Kräuter und Pilze und alles hernehmen? Ich weiß, ich weiß. Und überhaupt, jetzt sind die Pfifferlinge soweit und die Blaubeeren und die Schafgarbe. Ich schaff das nicht mehr alles alleine. Ich kann dir helfen. Morgen macht der Herr Pfarrer mit den Firmlingen eine Fahrradtour. Na, das ist doch prima. Ich würde dir ja gern helfen, aber heute war die Frau von Wachtmeister Meier bei mir wegen ihrer Schwangerschaft. Und die hat so geheult, weil der Meier seit Wochen bei seinem Kollegen auf dem Sofa schläft. Er will einfach nicht glauben, dass das Kind von ihm ist. Ach, der hat sie doch nicht mehr. Vielleicht glaubt er, der Vater ist ein Gartenzwerg. Lila, sei ehrlich. Na endlich, seit Tagen versuche ich dich zu erreichen. Nein, es geht nicht um mich. Es geht um Erik, der auch dein Sohn ist. In Paris? Seit wann das denn? Moment, mit anderen Worten, vor Ablauf dieses Engagements kann ich nicht mit dir rechnen? Ach, komm mal, vergiss es. Oder wie sagt ihr so schön auf Französisch? Du mich auch. Geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Herr Neufer, ich weiß, ich wollte mich schon seit Wochen bei Ihnen gemeldet haben, aber ich hatte einfach viel zu viel um die Ohren. Und da der Herr Wöller ja praktisch hingeschmissen hat, da dachte ich, Ihre Sache hat sich auch erledigt. Ach, auf solche kommunalpolitischen Ränkespiele kann ich einfach keine Rücksicht nehmen. Ein Spielplan muss weiterlaufen, sonst ist mein Ensemble und nicht zuletzt ich arbeitslos. Ja, da wollen Sie tatsächlich diesen Vorschlag von Herrn Wöller aufnehmen? Was? Abbas Mama Mia? Nein, das hat sich erledigt, nachdem ich dem Kulturreferenten Treptow die Kosten für die Urheberrechte genannt habe. Und lustige Witwe oder das weiße Rössel vom Wolfgangsee oder dergleichen. Alles Zeug, was billiger zu haben ist, das werde ich auf keinen Fall inszenieren. Ja, aber was dann? Der Glöckner von Kaltental. Was? Ob Sie es glauben oder nicht, den gab es wirklich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Er war sogar von einem Buckel verunstaltet und er soll sich in eine Prinzessin verliebt haben. Und das Ganze ist nachzulesen in dem Gedichtband des wenig bekannten Heimatdichters von Kaltental, Waldemar von der Heide, mit bürgerlichem Namen Waldemar Lemmle. Ja, das ist noch nicht alles hier. Das hier ist eine Expertise des anerkannten Literaturhistoriker Professor Klausner, die eindeutig belegt, dass dieses Gedicht vor 1831 verfasst wurde. Also vor Victor Hugos Quasimodo, nämlich 1612. Ist ja interessant. Ich kann Ihnen sogar das Geburtshaus des Dichters zeigen. Und das handschriftliche Original liegt bei uns im Stadtarchiv. Eine Musical-Adaption von Alexander Neufer. Hier, schauen Sie mal auf das Datum. Copyright 1997. 2 Jahre vor der Walt Disney-Adaption in Berlin. Ah. Ja, das habe ich danach natürlich sofort in die Schublade zurückgelegt. Zu den anderen Projekten, die ich nie realisiert habe. Aber jetzt, warum nicht, Schwester? Das kostet die Stadt keinen Cent. Und der Heimatverein hat sich bereit erklärt, das Bühnenbild zu bauen. Mit Handwerkern hier aus dem Ort und Vereinsmitgliedern. Und die Musik habe ich auch schon. 2 Studenten von der Musikhochschule in München. Na dann müssen wir ja nur noch den Herrn Wöller davon überzeugen. So ist es. Oder diesen unsäglichen Dr. Alger. Oh, nein. Noch ist der Herr Wöller im Amt, ja. Und den kriege ich rum. Wissen Sie was? Der sitzt jetzt sicher im Ochsen und hat schon 2 Bier intus. Warum fahren wir nicht hin und zurren die Sache fest? Sie sind eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Danke, aber da sind Sie die rühmliche Ausnahme.
Nein, nein und nochmals nein. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen, Herr Wöller? Erstens sind Sie angeblich nicht mehr Bürgermeister. Und zweitens habe ich es Schwester Hanna versprochen. Was wollen Sie überhaupt mit dem Gutachten? Das wissen Sie genau. Und wo ist es? Ach, auf Wiedersehen. Nicht, er ist nicht da. Tja, darf ich Sie zu einem Glas Wein einladen? Oh, ich weiß nicht. Bitte, Schwester, ich brauche Ihren Rat. Ein persönliches Problem. Es geht um meinen Sohn. Na, dann setzen wir uns da hin. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Sohn haben. Ja. Stellen Sie sich vor, ich war sogar verheiratet mit Gesine Prager. Danke. Mit der Schauspielerin? Ja, mit der Schauspielerin. Sehr begabt, die Gute, glauben Sie mir. Sie hat mir absolut glaubwürdig ewige Liebe und hingebungsvolle Ehefrau und Mutter vorgespielt. Genau 2 Jahre hat sie das gemacht. Und seitdem bin ich alleinerziehender Vater. Verstehe. Was hätten Sie denn gerne? Rot oder weiß? Rot bitte, aber nicht so teuer. Wir hätten gerne eine Flasche von dem 2005er Trollinger. Sehr gerne, Herr Direktor. Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also Erik... Erik ist mein Sohn. Er spricht einfach nicht mehr mit mir. Und dafür habe ich heute Morgen hier einen Briefkasten gefunden. Vom Rektor der Schule. Wissen Sie, wir beide versuchen, gut miteinander auszukommen. Ich bin natürlich viel im Theater und abends auch oft nicht zu Hause. Aber trotzdem glaube ich, dass wir ein sehr inniges Verhältnis haben. Jetzt kommt sowas. Eine ganze Woche nicht. Ja. Und ich habe absolut nichts mitbekommen. Er ist jeden Morgen, wie immer, mit seinem Schulranzen weggegangen. Und dabei hat er nur gewartet, bis ich aus dem Haus bin. Dann ist er zurück in sein Zimmer, zu seinem Computer oder zu seiner Gitarre. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum der Junge nicht mehr in die Schule gehen will. Und ich mache mir echt Sorgen. Wer weiß, was der sonst noch alles anstellt. Wie alt ist er denn? Er wird bald 14. Ich glaube einfach, er hat die Trennung immer noch nicht richtig überwunden. Naja, aber da war er gerade mal 2 Jahre alt. Ja, das stimmt. Aber er hat seine Mutter regelmäßig in München besucht. Die hat aber seit längerem mein Engagement in Paris und deshalb sieht er sie recht selten. So. Ah. Danke. Ja, wunderbar. Danke, Erika. Bring mir ein Weißbier bitte, ja? Was habe ich gesagt? Ja, komm, setz dich. Sag mal, du sturer Bock. Erika, bring dem Hermann ein Weißbier und schreib's auf meinen Deckel. Wie du meinst. Tja, Hermann, ich weiß, es ist nicht alles so toll gelaufen in der letzten Zeit. Aber es gibt einen Schimmer am Horizont. Ja, dass du in den Knast wanderst, wenn der Allgäu jetzt in der Klage durchkommt. Eben nicht, Hermann, eben nicht. Ich sage nur Indium. Hä? Ganz seltenes Schwermetall. Das braucht man zur Bildung von Halbleitern. Und das liegt da im Klostergelände rum? Ja, tonnenweise. Laut Dr. Leinweber vom Geologischen Institut. Aber Hermann, zu niemandem ein Wort, okay? Niemand, ne? Zu niemandem. So, bitte sehr. Deines kommt gleich. Ich muss erst den Dr. Leinweber erwischen. Nicht, dass der Allgäuer Wind davon bekommt. Aber kannst dir doch schon mal überlegen, ob du mit mir ziehst. Oder ob ich mir jemand anderen suchen muss zum Geld scheffeln. Ich möchte nicht stören.
Nein, nein, eigentlich sind wir ja wegen Ihnen hier. Setzen Sie sich. Nein, danke. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, haben Sie den Dr. Leinweber erreicht? Sagen Sie nur, Sie haben versucht, hinter meinem Rücken mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Nein, ich meine, es geht ja um meine Existenz. Dr. Leinweber ist auf Exkursion und ist erst ab Montag wieder erreichbar. Also bitte, Herr Wöller, überlassen Sie dem Mann mehr. Ja, okay, okay. Also, es tut mir leid, ich muss gehen. Soll ich Sie nach Hause fahren? Danke, nicht nötig. Aber wegen Erik, da schaue ich morgen früh vorbei, ja? Sie können dem Herrn Wöller ja jetzt gleich erzählen, dass aus seinem Mama Mia nichts wird und ihm ihr neues Konzept vorstellen. Ich bedanke mich schon mal. Danke. Danke für diesen wunderbaren Wein. Keine Ursache. Wiedersehen, Schwester. Wiedersehen. Wiedersehen. So, bitte sehr. Ja, danke. Tja, Herr Wöller, wenn ich Ihnen das mal kurz erläutern dürfte. Ja, geben Sie sich keine Mühe, Herr Intendant. Ich bin ja kein Bürgermeister mehr. So, Herr. Sag mal, wie dieses Indium. Indium. Mhm. Das liegt da wirklich tonnenweise rum. Ja. Und das ist seltener als Gold. Und noch seltener als gute Freunde. An einem Taxi. Hast du etwa gedacht, sie macht die Nacht durch? Nein. Jetzt macht weiter. Die paar Gläser schaffen wir auch noch. Und dann ist Feierabend. Ich bin todmüde. Ja, weil du gestern Nacht wieder bis in die Puppen ferngeguckt hast mit Felicitas. Ein Kulturfilm über alternative Heilmittel und Kräuter. Sowas muss man gesehen haben. Nicht so laut. Nicht, dass sie mir noch meinen Fernseher wegnimmt. Was soll ich dir wegnehmen? Wer war denn dieser junge Mann? Habt ihr etwa auf mich gewartet? Na ja. Du hast hier gleich zwei Mamas, die erst ins Bett gehen, wenn die Tochter im Haus ist. Aber jetzt mal ehrlich, Hanna, der Mann ist doch in dich verknallt, oder? Das war der Theaterintendant und Regisseur Alexander Neufer, dem ich helfen soll, die Tanznummern einzustudieren. Für sein Musical. Wirklich? Aha. Ja. Aha. Wieso das denn? Weil der Herr Wöller darauf besteht, dass das Theater sich selbst finanziert, sprich mehr Zuschauer kommen und ansonsten der Herr Neufer seinen Job verliert. Darum. Ah, dann machst du das also aus Nächstenliebe. Jetzt hör aber auf. Du hast getrunken und zwar Jahrgang 2005 den Trollinger vom Ochsen. Das ist? Stimmt, Felicitas. Ein Glas. Sag ich doch. Und damit ihr es wisst, gleich morgen gehe ich wieder zu Herrn Neufer, und zwar ganz früh. Weil der Herr Neufer Probleme mit seinem Sohn hat und glaubt, dass ich dem Jungen helfen könnte. Also braucht ihr gar nicht auf dumme Gedanken zu kommen, wenn ich morgen bei der Morgenandacht fehlen sollte. Und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht! Morgenfrühstück. Kloster Kaltental, Schwester Hanna. Ich bin's, Hildegard. Hildegard, dauert's lange? Ich muss los. Hanna, ich brauche dringend deinen Rat. Die Mutter hat zwar versucht, das Wort zum Sonntag loszuwerden, aber der ganze Schwindel ist aufgeflogen und jetzt hat Bischof Rossbauer mich dazu verdonnert. Na, dann ist doch alles prima. Das wolltest du doch, gib's zu. Schon. Aber die Mutter will jetzt selber einen Text verfassen, den ich dann runterbeten darf. Dabei habe ich meinen eigenen gestern Nacht schon auswendig gelernt. Die haben doch da so Geräte, wo man alles ablesen kann. Teleprompter, ja. Aber das ist nicht das Problem. Du kannst dir doch vorstellen, was die Mutter da absondern wird. Sie mit ihren zwei Doktortiteln in Theologie und Betriebswirtschaft. Hildegard, dann nimm doch deinen eigenen Text. Dann kann ich für den Rest meines Lebens Kartoffeln in der Suppenküche schälen. Ist doch wohl klar. Nur wenn deine Fassung noch langweiliger sein sollte. Aber wenn die Zuschauerquoten stimmen, das ist doch heutzutage so. Der Erfolg gibt jedem recht. Schon. Schwester Hildegard, hätten Sie die Güte, in mein Büro zu kommen? Natürlich nur, wenn Ihre medienbedingten Aufgaben es gestatten. Sofort. Hast du gehört? Mhm. Ich drück dir die Daumen. Schwester, das Wort zum Sonntag? Das ist eine Sensation! Warum haben Sie mir denn nichts gesagt? Ich als Ihr Agent, ich kann doch Nicht jetzt, Herr Stolpe!
Ethik und Logik von Thomas von Aquin in 5 Minuten allgemeinverständlich einer mit dieser Materie nicht allzu vertrauten Zuhörerschaft nahezubringen, ist nicht einfach. Aber Sie werden zugeben müssen, es ist mir gelungen. Ist die aristotelische... Aristotelische. Und christlich-augustinische Ethik mit wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand unvereinbar in unserer Zeit. Ja, was schauen Sie so? Ich finde dieses Thema absolut relevant, gerade heutzutage, nach allem, was wir erlebt haben. Also bitte arbeiten Sie die Korrekturen ein. Und dann verbinden Sie mich mit Bischof Roßbauer. Ich möchte ihn bitten, dass wir uns Ihre Darbietung heute Abend gemeinsam anschauen. Ja, ist noch was? Fantastisch, Schwester. Es ist ein paar Kommafehler, aber inhaltlich ist das... Das geht so ans Gemüt. Abgesehen von der Publicity für Ihre schriftstellerische Tätigkeit. Dabei läuft die Leiche im Tresor ja von selbst gut. Achso, übrigens. Die Auslandstantiemen. So. Cash. 2000 Euro. Darin unterscheidet sich die aristotelisch-thomitische Logik wesentlich von der klassisch-mathematischen Logik und ist somit eo ipso absolut vereinbar mit unserer modernen Logik. Was? Ich glaube, Sie gehen jetzt lieber, Herr Stolpe. Ja, ich wollte sowieso nur, also... Wollen Sie mich weinen sehen? Bitte, nein, aber darf ich Sie heute Abend nach der Sendung auf ein Glas Wein anrufen? Ich habe meine Tochter und ein paar von ihren Kolleginnen zu mir nach Hause zur Feier ihres Auftritts eingeladen. Oh, Sie kommen doch? Was dachten Sie? Naja, nachdem was ich Ihnen gestern alles vorgeheult habe. Menschen zuzuhören ist mein Beruf. Oder besser gesagt, meine Berufung. Ja, haben Sie inzwischen mit Ihrem Sohn reden können? Nein. Ja, das heißt ja, aber nur durch die verschlossene Tür. Er hat sich in sein Zimmer eingeschlossen. Wo ist denn sein Zimmer? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt in die Küche und machen ihm Frühstück. Ach so, klar, verstehe. Am Ende vom Gang rechts, Unbefugnis, der Zutritt verboten. Ach. Wollen Sie vielleicht auch was frühstücken? Toast, Eier? Nein, danke. Aber einen Kaffee könnte ich gebrauchen. Milch und Zucker? Nur mit Milch. Ja. Gut. Erik? Mama. Nein. Erik, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Was ist denn passiert? Hast du Angst? Terrorisieren dich irgendwelche Klassenkameraden, du? Das muss man sich nicht gefallen lassen. Ein Wort von mir zu Wachtmeister Meier oder zum Rektor und das hört auf. Es hört nicht auf und ich gehe da nicht mehr hin, Schwester. Lieber hau ich ab und gehe zu meiner Mutter nach München. Oder sonst wohin. Und du meinst, da sind die Leute anders? Oder besser? Was ist denn mit deinem Vater? Oder mit deinen Freunden? Ich habe ja keine Freunde mehr. Und mein Vater, der ist doch froh, wenn er mich los ist. Aber das stimmt doch nicht, Erik. Bitte gehen Sie, Schwester. Erik. Herr Neufer? Und?
Irgendetwas muss in der Schule passiert sein, aber er sagt nicht was. Oh, dieser Junge. Sie sollten heute nicht ins Theater gehen, Sie sollten bei ihm bleiben. Wieso? Warum? Weil er Ihnen sonst wegläuft oder irgendwas Dummes anstellt. Ach so. Ja, ich bleib hier. Ich werde mal sehen, ob ich was bei seinen Klassenkameraden rausbekomme. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas herausbekommen habe. Und Ihr Kaffee? Ein andermal. Auf Wiedersehen. Hoffentlich auf bald. Sonst noch was. Tut mir leid, aber die Angelegenheit duldet leider keinen Aufschub, weil ich den Kidnapper sonst wieder laufen lassen muss. Was? Kidnapper? Von Ihrem Wichtel, den Serienkiller. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie fahren mich jetzt mit Ihrem Auto zu meinem Auto zum Ochsen. Nein, ich fahre Sie mit meinem Auto zum Revier und nach der Gegenüberstellung mit meinem Auto zu Ihrem Auto zum Ochsen. Oder so.